sie für gefährliche Staatsfeinde hielt. Gudrun ist ein starker Mensch. Ihr Gefängnisaufenthalt ist eine weitere Phase ihres Kampfes. Und Bader empfand das genauso. Er war stark und erkannte, dass er hinter Gittern ebenso wirksam und effektiv nach außen wirken konnte wie draußen. Und er hat recht. Bader ruft einen Hungerstreik aus, um gegen die Haftbedingungen zu protestieren. Als das Bandenmitglied Holger Mainz mit nur 39 Kilo Gewicht stirbt, kommt es im ganzen Land zu Massendemonstrationen. Amnesty International reicht eine formelle Beschwerde ein. Falls die Regierung gedacht hat, dass die Krise vorbei sei, hat sie sich geirrt. Eine zweite Generation von Terroristen ist bereits aktiv. Und sie ist bereit, Rache zu nehmen. Im Herbst 1974 werden Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof im Hochsicherheitstrakt des Stuttgarter Gefängnisses wieder vereint. Erstaunlicherweise wird die Gruppe in einem eigenen exklusiven Trakt im siebten Stock verlegt. Sie konnten sich treffen, sie konnten auf ihre Terrasse auf dem Dach des Gefängnisses gehen, um einen Spaziergang zu machen. Es war ihnen erlaubt, pro Tag bis zu 4 Stunden gemeinsam in einer Zelle zu verbringen. Es gab also keine Isolation mehr. Und Männer und Frauen lebten zusammen in einem Trakt, was es noch nie in einer Justizvollzugsanstalt in Deutschland oder irgendwo sonst gegeben hatte. Der Staat versammelt seine gefährlichsten Terroristen an einem Ort. Und er geht bezüglich deren Prozess keine Risiken ein. Auf einem Feld direkt neben dem Gefängnis entsteht ein millionenteures Hochsicherheitsgerichtsgebäude. Eine völlige Fehlinvestition. Ich glaube, dass es nicht sehr klug war, für sie ein Gerichtsgebäude zu bauen, denn es war eine Art Denkmal, das für sie errichtet wurde. Vom Propagandastandpunkt aus war es das Dümmste, was der Staat hätte tun können. Gerade als der Staat die Menschen stärkt, die er eigentlich bekämpfen wollte, geraten die Ereignisse im Land außer Kontrolle. Eine zweite Generation von Terroristen bereitet sich darauf vor, zu agieren. Sie wollen die Gründer der Bader-Meinhof-Bande aus dem Gefängnis befreien. Im Februar 1975 wird Peter Lorenz, der Westberliner Bürgermeisterkandidat der CDU, entführt mit der Forderung nach der Freilassung von Mitgliedern der Bader-Meinhof-Bande. Im März explodiert eine Bombe im Pariser Büro einer der größten deutschen Zeitungsverlage. In einem getippten Brief, der an eine französische Nachrichtenagentur geht, wird der Bombenanschlag im Zusammenhang mit der Befreiung und absoluten Amnestie für die Bader-Meinhof-Gruppe gebracht. Einige Wochen später dringen Terroristen in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Stockholm ein und nehmen 12 Geiseln. Sie verlangen die Freilassung aller Bader-Meinhof-Angeklagten und drohen damit, zu jeder vollen Stunde eine Geisel zu erschießen, sollten ihre Forderungen nicht erfüllt werden. 2 Geiseln sterben. Die Krise kann nur durch einen Kurzschluss und eine damit bedingte frühzeitige Explosion beendet werden, bei der die Terroristen festgenommen werden können. In Stammheim werden die Insassen langsam depressiv. Es hat zahlreiche verpfuschte Versuche gegeben, sie freizupressen, und die Anspannung in ihnen beginnt sichtbar zu werden. Die einst enge Beziehung zwischen Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof verschlechtert sich zusehends. Sie begannen sich unglaublich zu hassen. Wenn man die Briefe liest, die sie einander geschrieben haben, merkt man, wie sehr Ulrike im Gefängnis gelitten hat und wie aggressiv Gudrun war. Und Andreas war immer auf Gudruns Seite. Bader und Enslin waren eine Einheit. Sie waren eins. Und daran hatte sich nichts geändert. Sie waren immer unzufrieden mit Meinhof, da die Menschen draußen sie ja immer noch Bader-Meinhof-Bande nannten. Obwohl Meinhof eindeutig eine untergeordnete Rolle innehatte. Trotz allem waren sie aber alle noch zusammen. Sie waren alle noch Revolutionäre.
Doch die internen Probleme erlaubten es Bader, seine Rolle als Führer der Gruppe zu stärken. Sie waren sehr aggressiv. Sie erschossen Menschen. Sie legten Sprengsätze in einem Verlagshaus und zündeten sie. Und deshalb kann man sich auch vorstellen, was man einander in einer solchen Situation antun kann, gerade wenn man so grausam veranlagt ist. Während sich die Gruppe im Gefängnis selbst zerfleischt, bereitet sich das Land gleich nebenan auf den Prozess vor. Doch der Wahnsinn, der sich dort abspielen soll, ist weit entfernt von der Gerechtigkeit, die die deutsche Öffentlichkeit sich vorgestellt hat. Als der Stammheim-Prozess fortgesetzt wird, werden Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin gemeinsam des vierfachen Mordes, des 54-fachen versuchten Mordes und der Gründung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Angeklagten geben zu, Mitglieder einer Stadtguerillagruppe zu sein und politische Verantwortung für die Bombenanschläge zu haben. Die Atmosphäre ist angespannt. Sie schrien laut und manchmal gaben sie sehr provokante und aggressive Kommentare über die Anklage, über den Richter und über die Beisitzer ab. Manchmal lehnten sie es sogar ab, an der Verhandlung teilzunehmen. Während Andreas Bader und Gudrun Enslin den politischen Kampf im Gerichtssaal weiterführen, scheint Ulrike Meinhof immer isolierter und depressiver zu werden. Sie scheint Zweifel an der Revolution zu haben, die ihre Welt auf den Kopf gestellt hat. Sie fragte öffentlich und vor den anderen, wie ein Gefangener den Behörden beweisen könne, dass er seine Einstellung und sein Denken geändert habe. Wie soll er das in der Isolation fertigbringen? Das zeigte mir, dass sie sich bereits sehr weit von der Gruppe entfernt hatte, dass sie sich bereits in der Rolle der Aussteigerin aus der Gruppe sah. Aber das verstand damals niemand. Ulrike hat in gewissem Sinn ihre Kinder aufgegeben. Sie hat nicht mit ihnen gesprochen. Sie hat kaum mehr Freunde. Gudrun Enslin ist ihr nicht mehr nah. Bader sieht immer noch auf sie herab. Sie ist stark depressiv und alles, für das sie je stand, führte zu nichts. Am 8. Mai 1976 kehrt Ulrike Meinhof wie immer in ihre Zelle im 7. Stock zurück. In dieser Nacht reißt Deutschlands ehemalige Starjournalistin ihr Handtuch in Streifen und bindet eine Schlaufe an das eine Ende. Sie knotet das andere Ende an die Gitterstäbe vor ihrem Fenster, steigt auf einen Stuhl, legt die Schlaufe um ihren Hals und springt. Der nächste Tag ist Muttertag. Es war der einzige Weg, aus der Gruppe auszusteigen. Sie wusste, dass die ganze Sache eine falsche Richtung genommen hatte. Da bin ich mir sicher. Sie wusste, dass sie auf dem falschen Weg war. Und ihr einziger Ausweg war Selbstmord. Nach dem Tod von Deutschlands berühmtester Terroristin kommt es zu Demonstrationen. Viele Menschen glauben, dass Meinhof sich nicht selbst getötet hat. Bader, Enslin und alle anderen behaupteten, dass sie ermordet worden war. Das war politisch wichtig für sie. Auch wenn es so aussah, als ob sie sich selbst getötet hatte, konnten sie immer noch behaupten, dass der Staat sie dazu getrieben hatte. Gerade als das Land in Aufruhr über die Art des Todes von Ulrike Meinhof ist, neigt sich Deutschlands Jahrhundertprozess dem Ende zu. Am 28. April 1977 werden Bader, Enslin und Jan-Karl Raspe, ein drittes Führungsmitglied der Organisation, zu lebenslanger Haft verurteilt. Andreas Bader handelt schnell.
Bader spürte, dass das seine letzte Chance war. Denn wenn man jetzt den Worten keine Taten folgen ließ, würden sich die Menschen, die die Sache draußen unterstützten, einfach abwenden. Deshalb schickte er eine Botschaft. Baders Anweisung an seine Kameraden draußen ist deutlich. Wenn sie jetzt nicht die Initiative ergreifen würden, würde er ihnen das Recht absprechen, sich Mitglieder der Roten Armee-Fraktion nennen zu dürfen. Diese Drohung ist die Initialzündung zu den berüchtigten 44 Tagen des Terrors, die später als Deutscher Herbst bekannt wurden. Am 5. September wird der deutsche Manager und Wirtschaftsfunktionär Hans-Martin Schleyer entführt. Am 13. Oktober 1977 wird die Landshut, eine Boeing 737 mit 91 Menschen an Bord, auf dem Weg nach Frankfurt am Main entführt. Zwei Terrorgruppen, eine Forderung, die Freilassung der Bader-Meinhof-Gruppe. In gewisser Hinsicht kann man den deutschen Herbst 1977 mit dem 11. September in Amerika vergleichen. Der Staat wurde von den Kindern des eigenen Landes attackiert und genau das war ein tiefsitzender Schock. Die zweite Generation der Roten Armee-Fraktion terrorisiert das Land auf eine Art und Weise, wie es Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof nie fertiggebracht haben. Die Einsätze haben sich erhöht. Dies ist professioneller Terrorismus, der aus der internationalen Verbrecherszene hervorgegangen ist. Doch das reicht nicht aus. Als die Entführung von der GSG 9 beendet wird, endet auch die Hoffnung der Bader-Meinhof-Gruppe. Als sie erfuhren, dass das Flugzeug befreit worden war, war für sie alles zu Ende. Sie hatten nichts mehr. Es war ihre letzte Hoffnung gewesen, das Gefängnis verlassen und weiterkämpfen zu können. Sie waren gescheitert. Später in derselben Nacht in Zelle 719 holt Andreas Bader eine Pistole Kaliber 7,65 hervor, die er hatte verstecken können. Er setzt sich die Waffe in den Nacken und schießt sich eine Kugel in den Kopf. Am Gang gegenüber in Zelle 720 entfernt Gudrun Enslin das Kabel ihres Radiolautsprechers vom Gerät und fädelt es durch die Gitterstäbe vor ihrem Fenster. Sie stellt sich auf einen Stuhl, bindet sich eine Schlaufe um ihren Hals und stößt den Stuhl weg. Ich war sehr überrascht. Ich war schockiert, als ich davon hörte. Es war ja angeblich das sicherste Gefängnis der Welt. Und es gibt die Pflicht, sich um die Gefangenen zu kümmern. Jan Karl Raspe begeht ebenfalls in dieser Nacht Selbstmord. Ein anderes Bandenmitglied versucht es und scheitert. Es ist unglaublich, wenn man daran denkt, dass die deutsche Regierung das 5 Jahre lang als den sichersten Gefängnisblock der Welt bezeichnet hat. Es ist nicht verwunderlich, dass die Tatsache, dass sie Selbstmord begehen konnten, ganz normale Deutsche, nicht nur die Linken, dazu gebracht hat, sich zu fragen, ob sie nicht von der Polizei oder der Regierung getötet worden waren. Wenige Stunden nach den Selbstmorden in Stammheim entdeckt die Polizei die Leiche von Hans-Martin Schleyer. Es hörte nie auf. Der Terrorismus schien kein Ende zu nehmen. Von der Verhandlung von ihrem Tod haben sich viele ein Ende erhofft. Aber in gewisser Hinsicht war das erst der Anfang. Die Rote Armee-Fraktion verbreitete noch weit über den Tod ihrer Gründer Angst und Schrecken. Bei Mordanschlägen, die sich über weitere 15 Jahre hinzogen, wurden über 30 Menschen getötet und viele weitere verletzt. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof begannen eine blutige Revolutionsschlacht.